was! Schau bei Oswald vorbei und erzähl ihn von seinem Kunst- und Wohnprojekt. Gut so. Lass mich mal sehen, was du da hergestellt hast. Ist das richtig? Dieser Bleistift ist überraschend groß. Julchen, der ist spitze. Das ist ein toller Bleistift, der den normalen Schreibwarenschrott in den Schatten stellt. Jetzt brauchen wir einen Entwurf, den ich zufällig gerade bei mir habe. Leg ihn einfach auf den Boden und du kannst mit dem Bleistift in der Luft zeichnen. Okay, das ist definitiv Neuland für mich. Aber ich werde mein Bestes geben. Hier ist die Vorlage. Okay, ein Theater. Platziere Oswalds Haus. Das ist ja mal richtig gut. Oh mein Gott! Das ist wirklich eindimensional. Das ist zweidimensional. Also, zweidimensional, eindimensional. Oh mein Gott, wie gut ist das, ey. Oh, okay, ey. Also, Wahnsinn, wer sich das ausgedacht hat. Sogar mit hinter der Tür. Aber irgendwie ist es doch dann wieder dreidimensional. Das ist der Wahnsinn. Also Gameloft, was habt ihr euch hier für ein großartiges Spiel ausgedacht? Das ist ja mal wirklich, wirklich gut. Moment, ich möchte das gerne hier in die Ecke reinstellen. Oh, halt, Moment. Dafür muss ich erstmal hier noch die Zimtstange wegräumen. Moment. So. Das Umplatzieren funktioniert dann doch noch ein bisschen besser mit der Maus. Meine Güte, wie viel Zimt ist hier? Halt. So, und das Ganze dann hier in die Ecke. Denke mir mal, hier ist ein schöner Ort für das Haus von Oswald. Aber wir müssen immer noch dran denken, dass wir hier einmal an den Stein kommen und nach da oben. Weil dort nämlich auch sehr, sehr viel immer an der herrschaftlichen Sanduhr dann gebastelt wird. So, Oswald ist schon mal drüben. In der Nähe von seinem Haus. Und jetzt müssen wir das Ganze malen. Also, irgendwie ist das schon, also, wow. Ich meine, wow. So ein Haus. Das ist schon echt was Besonderes. Das ist wirklich besonders. So, Oswald. Heute schon in Hobbellaune, mein Freund? Das lief nicht so ganz, wie ich erwartet hatte. Oh je, dieses Haus besteht aus Beeren. Und ist flacher als ein Pfannkuchen. Ist das ein Problem? Was sollen wir machen? Wir müssen eine dritte Dimension suchen. Stimmt. Aber wie? Ich glaube, der Bleistift ist aufgebraucht. Sei nicht traurig, Oswald. Wir finden schon eine Lösung für dein Haus. Ich? Ich mache mir keine Sorgen. Ja, danke, Mausi. Das war gerade meine Katze. Ich habe das Glück auf meiner Seite. Ja, er ist ja auch Oswald the Lucky Rabbit. Warte. Habe ich dir nicht meinen vollen Namen gesagt? Ich bin Oswald, der lustige Hase. Gut, im Englischen heißt er The Lucky Rabbit, deswegen ich habe Glück auf meiner Seite. Schön zu hören, dass du keine rosarote Brille trägst, wenn es um dein Selbstbewusstsein geht. Ja. Brille? Sagenhaft. Du bist ein Klugscheißer, Julchen. Und frech ist er auch noch. Bin ich das? Darauf kannst du wetten. Natürlich bin ich auch super schlau, weil ich dich zur Antwort führe. Zweifellos müssen wir dem Haus eine dritte Dimension geben. Dem Haus fehlt es an Tiefe. Ja, natürlich. Warum sind wir nicht früher drauf gekommen? Manchmal muss man einen Sprung zurückmachen und das ganze Bild sehen. Wir brauchen nur eine 3D-Brille. Wo können wir sowas finden? Mein Glück nimmt kein Ende, Julchen. Erst gestern habe ich Herrn Duck getroffen, einen ganzen Haufen Antiquitäten auszugraben. Erst gestern? Ich wette, er hatte noch keine Gelegenheit, die Ware in seinem Laden zu sortieren und einzuräumen. Ja, er hat immer wieder gesagt, dass das ganze Zeug einen Eimer Kohl wert ist.
Okay. Ich nehme auf jeden Fall mindestens 1050 Sternmünzen mit. Und wer weiß, wie teuer das sein wird. Meine Güte, wir sehen uns. Ah, sehr schön. Die Zeit mit Mirabel ist durch. Bestelle die 3D-Brille bei Dagobert Duck. Eine 3D-Brille. Gott, diese Idee dahinter, ne? Man macht jetzt aus einem, ich sag mal, ne, so einem Pappaufsteller, was ja gerade das Haus ist, macht man mit einer 3D-Brille dreidimensional. Boah! Das ist wie Zauberei! Ach du meine Güte, ich finde diese Ideen, die sich hier gerade tummeln, sowas von so weit dahergeholt, dass es schon fast wieder genial ist. Oh Gott, oh Gott. Ah. Oh, oh, oi, oi, oi. Gut, gehen wir mal zu Herrn Duck rein. Da habe ich ja heute auch schon jede Menge Geld wieder gelassen. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Ich würde gerne Dinge bestellen. Nach Kleidung. Genau. Eine 3D-Brille. Immer nur ein Stück Pappe und fertig. Stück Pappe, rot und blaue Folie, fertig. Und jetzt sollen wir die aufsetzen und dann sehen wir das Ganze dann jetzt als dreidimensionales Bild, oder was? Als dreidimensionales Haus. Es ist, also, wie man auf so eine Idee kommt. Eieieiei. Das ist so unglaublich. Ah. Aber irgendwie macht es auch wiederum Spaß, das Ganze so mit Oswald zu interagieren. Gut, dann werden wir mal das Haus jetzt dreidimensional machen. Moment. Ja, ich sehe sofort, das Haus ist jetzt dreidimensional. Interagiere mit dem Schild von Oswalds Haus, während du die 3D-Brille trägst. Ja, klar. Gut so. Also gut, Oswald, lass uns dein Haus fertig bauen. Erstaunlich, du siehst aus, als wärst du bereit, einen futuristischen Film zu sehen. Ja, bist du bereit, dein Haus in die dritte Dimension zu bringen? Und wie? Also das fügt sich jetzt schon ein bisschen mehr ein. Wenn es ein bisschen farbig wäre, wäre es noch besser. Meine Güte, sieh dir das an, es trifft alle Sechse. Ich wusste, dass alles klappen würde, aber trotzdem. Danke, Julchen. Ich helfe gern. Hüpfende Eidechse, ich muss mein Haus einrichten. Sag mir Bescheid, wenn du in Zukunft bei irgendwas Hilfe brauchst, okay? Jetzt, da wir hier richtig kommunizieren können, bin ich sicher, dass wir gemeinsam Großes erreichen können. Du sagst es, meine Liebe. Wir sehen uns später. Die vielen Dimensionen. Ich gehe mal rein. Ich bin neugierig. Wie sieht's da drin aus? Oh, es ist sogar bunt. Und es sieht richtig schön aus. Wie so ein... Okay. Aber alles auch sehr auf Schwarz-Weiß. Außer die Sofas. Die Bäume. Und ein bisschen der Boden. Aber ich muss sagen, es hat Stil. Sieht aus wie in den 20ern, ne? Gut, Oswald, der lustige Hase, stammt ja auch aus den Ende 20ern. Also von daher passt das auch. Oh Gott, ist das knuffig. Okay. Da ist er. Oswald. Gut, dann kehren wir mal wieder zurück. Erstmal wieder ins Valley. Jetzt haben wir erstmal damit eine Menge erledigt. Und... Gott, ich wollte gerade sagen, was ist das denn?
Machen wir mal mit Daisy weiter, würde ich sagen. Weil die kam bis jetzt heute noch ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. So. Ja, wen haben wir denn ich habe da? Einen fabelhaften Geschäftsvorschlag für dich, Julchen. Hast du Zeit für ein Gespräch? Klar. Es ist offiziell. Minnie und ich sind endlich bereit, unsere eigene Modelinie zu starten. Haus der Schleifen. House of Bows. Wir haben schon ewig darüber geredet und jetzt wird der Traum endlich wahr. Glückwunsch. Danke, wir sind total begeistert. Wir brauchen nur noch ein paar Dinge, um Haus der Schleifen auf die Beine zu stellen. Kann ich bei irgendetwas helfen? Das kannst du in der Tat, Joachim. Danke, dass du gefragt hast. Wir haben schon eine Menge Materialien, aber es fehlen noch ein paar. Ich könnte Hilfe gebrauchen, um sie zu bekommen. Minnie und ich brauchen Fasern, Weichholz, blaue Hortensien und roten Bartfaden. Du machst ein paar Schaufensterpuppen, wie ich sehe. Du bist ein kluger Kopf. Genauso ist es. Während du das machst, muss ich eine Nähmaschine auftreiben. Oh, weißt du was? Ich kann Mirabelle fragen, ob sie noch eine hat. Sie liebt es zu nähen. Das wäre perfekt. Könntest du alles zu Minnie bringen, wenn du alles besorgt hast? Ich muss unser Logo fertigstellen, unsere Visitenkarten entwerfen und unsere Designentwürfe überprüfen. Ich brauche unbedingt neueste Infos zu diesem Haus der Schleifen. Na, gut, dass wir gerade noch mit Mirabelle unterwegs sind. Holla, Jürchen. Wow, du siehst fleißiger aus als meine Schwester Luisa bei am Bring die Esel auf die Weidetag. Was ist hier los? Ich helfe Minnie und Daisy bei der Einführung ihrer Modelinie Haus der Schleifen. Sie brauchen eine Nähmaschine, um loszulegen. Hast du vielleicht eine weitere, um sie ausleihen zu können? Sie würden es wirklich zu schätzen wissen. Noch besser, ich kann ihnen eine Nähmaschine schenken. Ich habe eine, die ich nie benutze. Das ist toll. Muchas gracias, Mirabelle. De nada. Oh, vielleicht kann ich mit ihnen eine Nähparty feiern. Das wäre doch eine Idee. Gut, dann hätten wir schon einmal die Nähmaschine. Oh, und jetzt sehe ich auch gerade im Bildschirm, man sieht auch dieses komisch Pixelige. Aber gut. Roten Bartfaden brauchen sie. Dann blaue Hortensien. Davon habe ich Gott sei Dank auch noch genügend in meinem Lager. Aber rote Bartfäden sehe ich hier gerade mehr als genug. Fasern. Gut, da muss ich nur ein bisschen Algen klein machen. Ist nicht das Problem. Und dann... Weichholz. So, so, so. Oh mein Gott, hier liegt aber auch echt viel von dem Weichholz herum. Kann ich auch gleich noch aufräumen. Ich könnte auch eigentlich den den fortschrittlichen Sauger benutzen, aber naja. Ich glaube, ich sehe gerade keine roten Bartfäden mehr. Blaue Hortensien 3. Blaue Hortensien? Hortensien waren, glaube ich, am Strand, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Blaue Hortensien? Ja, es gibt auf jeden Fall Hortensien. Ob ich jetzt genügend blaue finde, ist jetzt wieder eine andere Sache. Nummer 1. 3 Stück. Und die Nummer 3 ist da hinten. 2. Natürlich, ich will jetzt keinen unterschlagen. Und ab und zu sehe ich hier doch nochmal so das ein oder andere Osterei, was ich jetzt doch noch übersehen habe. Gut, oh, Hortensien habe ich jetzt auch schon mal. Sehr schön. Muss ich noch einen roten Bartfaden kriegen. Aber das ist nicht so schlimm. Weichholz und Fasern. Fasern brauche ich.
Moment, die stelle ich mal gleich her. Faser, Faser, Faser. 30 Stück. Ich habe mehr als genug Algen. Oh. Dann... Ist hier noch einen Bartfaden oder also einen roten oder... Oder auch nicht. Dann hole ich die restlichen Sachen jetzt aus dem Lager. So. Ich hätte auch, glaube ich, beim Biest mal nachschauen können, ob der vielleicht auch einen Bartfaden hat. Aber na gut. So. Und 30 Weichhölzer. Dann habe ich ja auch mehr als genug. So. Bringe die Materialien zum Mini. So. Oh man, sieht langsam, dass es langsam dunkel wird. Könntest du mir bitte helfen? So, einmal für dich, Mini. Ich fände es so lustig, wenn Oswald und Mickey aufeinandertreffen würden. Also, wenn es dann eine Quest zusammen gibt. Das wäre so lustig. Oh, Jürchen, vielen Dank dafür. Das ist genau das, was ich brauche, um unsere Schaufensterpuppen und unser erstes Muster fertigzustellen. Ich werde Mirabel für die Nähmaschine danken. Es geht so viel schneller, als die Dinge von Hand zu machen. Was kommt als nächstes? Ich bin dabei. Wie kann ich Haus der Schleifen zum Erfolg verhelfen? Von Hand nähen? Das würde ewig dauern. Meine Güte. Yay, Daisy hat nicht übertrieben, als sie sagte, dass du praktisch unsere dritte Geschäftspartnerin bist. Kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Während ich mit dem Nähen anfange, könntest du Onkel Dagobert fragen, ob er die Mode von Haus der Schleifen in seinen Laden aufnehmen würde? Daisy hatte vor, ihn zu fragen, aber ich mache mir Sorgen, wie sie reagieren könnte, wenn er Nein sagt. Sie ist einfach so begeistert von unserem neuen Geschäft. Warum stellen Sie das dann nicht in der Boutique aus? Ich meine, Platz wäre doch auch dafür da, oder? Natürlich mache ich das. Gibt es einen Grund, warum er sich weigern würde? Wer würde wohl gewinnen, Dagobert oder Daisy? Puh, das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Na, mal sehen. Dagobert, guten Tag und guten Abend. Sei gegrüßt. Ah, Julchen, was kann ich für dich tun? Ich habe ein Geschäftsangebot für dich. Wie aufregend. Geschäftsangebot ist eines meiner Lieblingswörter. Gleich auf mit steuerfrei und Haggis. Haggis? Ernsthaft? Leute, wenn ihr keinen Haggis kennt, googelt nicht danach. Das ist eine schottische Spezialität. Ich meine, ja, Dagobert ist ja oder heißt ja im Englischen Scrooge McDuck, quasi schottisch. Haggis ist eine britische Spezialität. Ich möchte nicht mehr dazu sagen. Also googelt auch nicht danach. Bitte nicht. Das ist einfach nur... Boah. Würdest du es in Erwägung ziehen, die Modelinie von Minnie und Daisy in deinem Laden aufzunehmen? Bitte? Ich denke, das könnte eine tolle Ergänzung sein. Hm, und wie stellst du dir das vor? Hast du schon mal eine ihrer Waren gesehen? Noch nicht? Julchen, die erste Regel im Geschäftsleben. Investiere nie in etwas, ohne einen Entwurf oder einen Prototyp gründlich geprüft zu haben. Ich muss erst etwas Konkretes sehen, bevor ich überhaupt daran denke, etwas meinem Sortiment hinzuzufügen. Ja, er hat da irgendwie ja auch recht. Aber trotzdem,